Hi, liebe Leute, ich bin's mal wieder, Marc. Und jetzt könnt ihr euch wundern, was soll das mit diesem Video? Das gab's doch schon mal vor einem Monat oder 2 Monaten. Ja, aber der Kanal ist jetzt zweisprachig und ich möchte immer, wenn ich ein Video mache auf Englisch, auch das deutsche Video direkt dazu haben. Und wir wollten eigentlich das Video nochmal neu aufnehmen, aber an dem Tag, wo wir die englischen Videos gedreht haben, haben wir leider nur ganz wenig geschafft, weil es immer wieder geregnet hat. Und deswegen mussten wir uns mit den 2 englischen Videos zufrieden geben. Und ich habe jetzt nochmal hier das Video auf Deutsch für euch, damit es aber für immer Deutsch-Englisch direkt normal ist. Also für alle, die es schon kannten, der simple Bunny Hop hier nochmal auf Deutsch. Und den englischen Link gibt es dann dazu. Und beide Videos kamen gleichzeitig online. Viel Spaß damit und schön üben. Vergesst die Schienbeinschoner nicht. Ciao. Hi, liebe Leute. Heute mal wieder ein Fahrtechnik-Video hier auf Balken TV und es soll quasi nochmal ganz kurz zeigen, wie simpel doch eigentlich der Bunnyhop, den man so im Gelände braucht, ist und wie einfach mit welchen einfachen Anweisungen man ihn auch machen kann, weil wenn ihr euch Online-Lektionen oder Fahrtechnik-Videos anguckt, dann ist es oft doch sehr kompliziert mit 3, 4 Bewegungsteilen und Lernmethoden und so weiter. Und damit ihr seht, so schwer ist es gar nicht, heute mal die simpelste, kürzeste Fassung, wie ihr das machen könnt. Ihr kennt das aus vielen Videos, es wird oft eingeteilt Manual Impuls, explosiv abspringen, dann wird oft noch gesagt die Hips to Bars, die Hüfte zum Lenker oder manche sagen auch den Lenker zum Oberschenkel ziehen. Dann kommt noch das Vorführen, das Vorstrecken des Fahrrads, also ein hoher Bunny Hop wirkt sehr kompliziert und da ist die Frage, braucht man das? Eigentlich nicht. Die Kurzfassung und die Einfachfassung sieht so aus. Ganz simpel. Bunny Hop, ihr könnt ihn jetzt auch den kleinen Bunny Hop oder Mini Hop nennen, wie ihr wollt, den man im Gelände braucht, wenn man eine Rille, einen kleinen Ast, einen kleinen Baumstamm überspringen will oder für die Linienwahl ein paar Wurzeln oder an einem kleinen Drop abziehen will, ist halt, dass zuerst das Vorderrad und dann das Hinterrad in die Luft geht und eigentlich 3 Anweisungen, mit denen ihr das machen könnt. Das erste ist das Laden, also das ist der Preload, dass man explosiv mit dem Körpergewicht die Federung runterbringt. Durch dieses Runterbringen der Federung kann man wirklich deutlich mehr Schwung für den Hop generieren. Erstmal um das Vorderrad anzulupfen. Nach dem ersten Punkt, das war das Laden, kommt jetzt das Schubsen. Also aus den Armen mit voller Kraft das Fahrrad nach vorne schubsen. So sieht die Trockenübung aus. Dann einmal das Schubsen. Dadurch habt ihr den Vorteil, dass ihr wirklich viel Schwung generiert, um das Vorderrad hochzukriegen. Wenn das Vorderrad nach vorne kommt, geht der Körper übers Hinterrad. Dadurch kommt das Vorderrad dann hoch. Und der dritte Teil nach dem Laden, dem Schubsen, ist dann das Springen. Und so simpel ist das Ganze. Dann habt ihr schon einen kleinen Bunny Hop. Zwar ist es so, während das Vorderrad noch gerade hochkommt, springt ihr schon ab und habt einen kleinen Hop, mit dem ihr gut über Hindernisse im Trail kommt oder einfach eure Linienwahl optimieren könnt. Das Vorderrad kommt dann leicht zuerst auf. Wie ihr das mit verschiedenen Vorübungen noch Step by Step isoliert üben könnt, seht ihr in dem Video unten. Verlinke ich in der Videobeschreibung. Jetzt mal die Form, wie man es dann machen kann. Also Laden, Schubsen, Springen. Habt ihr gesehen, sieht jetzt auch sehr nach einem Mini-Hop aus, weil es ist auch ein Mini-Hop, aber mit Geschwindigkeit im Trail bringt es schon super viel und einen richtig krass hohen Bunny-Hop über so einen dicken Baumstamm sollte man sich eh dreimal überlegen, ob man das lernen muss oder ob man das Risiko eingehen will. Während der Fahrt, laden, schubsen, springen. So simpel ist das Ganze. Beim Laden geht man zentral tief mit viel Dynamik. Wenn man das Rad nach vorne schubst, kommt der Körper, dann habt ihr die L-Form. Und wenn ihr dann hochspringst, dann kommt das Hinterrad mit. Pedalspannung und so braucht ihr natürlich, also Step by Step üben. Und das war es eigentlich auch schon. Könnt ihr mal testen für euch.
Bunnyhop ohne Skispringer, Verbindungsglied oder was da noch für Begriffe gibt, die jetzt alles ein bisschen kompliziert machen. Hüfte zum Lenker, Lenker zur Hüfte, wie auch immer. Laden, schubsen, springen. Testet das Ganze mal aus. Und ich bin auf eure Rückmeldung gespannt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ist der Bunnyhop überhaupt noch ein Thema für euch oder habt ihr es aufgegeben? Hier mit dem schweren E-Bike. Jetzt beim Vormachen nehme ich mal beides, Biobike und E-Bike. Unten findet ihr, wie gesagt, sehr detaillierte einzelne Lektionen, 8 Lektionen für den Bunnyhop. Alles hier auf YouTube, gratis zugänglich. Ihr könnt jetzt nochmal eine kleine Vorübung euch anschauen, wenn man quasi das Schubsen und das Springen verbinden will. Das könnt ihr nochmal einzeln trainieren, nennt man die Wippe. Unten findet ihr alle Informationen. Einmal mit dem Biobike gezeigt. Laden, schubsen, springen. Kommt schon ein bisschen einfacher hoch. Mit dem E-Bike muss oft der Preload, das Laden, noch ein bisschen dynamischer sein. Was ich an meinem E-Bike gemacht habe, ein bisschen höheren Lenker, damit es etwas einfacher ist, das Vorderrad hochzukriegen. Ja, probiert es mal aus, schieb mal den Toner an, los geht's. Bleibt dran und bald werdet ihr auch zum Bunnyhop-Experten im Trail, weil es einen einfach noch ein zu einem besseren Biker oder besseren Bikerin macht. Wir sehen uns, ciao!